Basti Müller, Glückwunsch zum Sieg. Danke. Der nächste Sieg, so kann es weitergehen, wieder vorgelegt. Absolut, ne? Wenn wir Freitag spielen und immer vorlegen, ist der Druck mit Sicherheit auch nicht geringer für die Teams dann am Samstag, die dann nachlegen müssen. Von daher kann es genauso weitergehen für mich. Die zweite Halbzeit, wie vergangene Woche, auch besser als die erste. Ja. Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Ja, es ist wie immer. Man muss sich wieder auf einen neuen Platz, einen neuen Gegner, einen neuen Boden, einen neuen Ball einstellen. So ist es einfach in der Regionalliga, aber das nehmen wir auf jeden Fall an. Und ich denke, dass wir das nach einer gewissen Eingewöhnungszeit im Spiel dann immer ganz gut hinkriegen. Und körnertechnisch können wir sowieso in der zweiten Halbzeit immer noch was drauflegen. Glaubt ihr auch, dass die Eingewöhnungszeit, die ihr schon mal braucht, auch daran liegt, dass die Mannschaften dabei ein bisschen besser auf euch eingestellt sind? Ja, absolut. Ne? Es ist ja auch so, dass die Mannschaften gegen Alemannia Aachen mit der Kulisse, weißt du ganz genau, für die ist das Spiel des Jahres in der Regionalliga und da kommen sicher nochmal 10-20% mehr raus als gegen jeden anderen Gegner. Nächste Woche dein Pokalspiel, kann man da jetzt den vollen Fokus drauf legen, wenn es gerade in der Liga so wichtig ist, jede Woche zu gewinnen? Ja, absolut. Ne? Pokal ist auch eine schöne Sache, vor allen Dingen Derby gegen Düren. Absolut geiles Spiel, Stadion wird wieder voll sein bei uns zu Hause und ich habe nichts dagegen, wenn wir dann auch am Ende der Saison mit 2 Pokalen einfach nach Hause gehen. Ein paar Worte zur Kulisse, das war wieder Heimspiel heute. Also, ich muss leider sagen, das ist absolut verrückt. Ne? Also, es ist wirklich verrückt, wie laut das auch ist, teilweise ohne Dach da hinten. Das ist unglaublich, es war ein absolutes Heimspiel. Ne? Ich glaube, so eine Kulisse gab es hier bei Köln 2 noch nie. Und ich denke mal, auch die Kölner fanden das ganz geil. Gut, danke dir. Bitte. Das ist gut, Glückwunsch zum Sieg. Ihr habt ein paar Minuten Einführungszeit gebraucht, dann seid ihr aber stärker geworden. Was war denn da wichtig, um da in dem Spiel stärker zu werden? Ja, wir haben in der ersten Halbzeit die Zweikämpfe nicht gut geführt. Wir haben zu schnell die Bälle hergegeben. Dann wurde es ein sehr wildes Spiel, viel hin und her. In der zweiten Halbzeit waren wir von Anfang an in den Zweikämpfen da. Das haben wir in der Halbzeit angesprochen und das hat man dann auch gesehen im Spiel, dass wir mehr Ruhe hatten, viel mehr Aktionen hatten und dann das Spiel auch in der zweiten Halbzeit gut gestaltet haben. Und du selbst hast letzte Woche den Ball noch unter die Latte gehauen. Diese Woche war er drin. Was hast du anders gemacht? Ich habe den Ball nicht so festgeschossen. Er war zum Glück noch abgefälscht von einem Abwehrspieler, ist vom Kopf, glaube ich, abgefälscht worden. Und ja, dann ist er halt gut eingeschlagen. Der Torwart war noch dran, kam nicht mehr ganz hinter. Und zum Glück diesmal gut, also wichtig für uns, für das 1-0 dann in dem Fall. Morgen beobachtet ihr die Konkurrenz dann entspannt von der Couch aus? Ja, wie die letzte Woche auch. Also wir haben vorgelegt, der Gegner hat, oder die Konkurrenz hat jetzt Druck und die müssen jetzt damit klarkommen. Wir machen unsere Hausaufgaben und ist auf jeden Fall besser. Wenn das große Ziel Aufstieg gerade vor Augen ist, ist es dann schwierig, dann für die nächste Woche auch noch auf den Pokal zu fokussieren oder sagt ihr, das wollen wir auch noch mitnehmen? Nee, das will man auch noch mitnehmen. Also jeder Titel ist schön in jedem Lebenslauf, in jeder Vita. Man kann im DFB-Pokal spielen, was auch nicht jedes Jahr passiert. Und deswegen, also man will jeden Titel, den man holen kann, vor allem wenn man jetzt schon im Halbfinale ist, will man den Titel auf jeden Fall mitnehmen. Danke. Gerne. Ja, Heiner Backhaus, den nächsten wichtigen Sieg hier eingefahren in Köln. Was war das denn für eine Partie? Ja, ersten 10, 15 Minuten ähnlich wie letzte Woche, da hatten wir wenig Zugriff aufs Spiel und dann denke ich, war es dann mit der ersten Halbzeit schon besser, aber wir haben in der Halbzeitpause auch klar gesagt, wir müssen mehr erkennen in Zweikämpfen, dass wir eine Männermannschaft sind und gegen eine relativ junge Mannschaft spielen. Ne? Und das war zweite Halbzeit auch Schlüssel zum Erfolg. Ich denke, du kannst nur Spiele gewinnen, wenn du deine Zweikämpfe gewinnst und dafür musst du natürlich auch erstmal mit aller Intensität führen und das haben wir in der ersten Halbzeit nicht so gut gemacht, als dass das Spiel auch schon erste Halbzeit Spielrichtung Kölner Tor war. Zweite Halbzeit war es dann schon teilweise, ja, ich will nicht sagen Sturmlauf, aber das Spiel war weitestgehend in Kölner Hälfte und wir hatten auch da die eine oder andere Torchance noch mehr. Aber es steht und fällt mit Ärmel hochkrempeln und mit Zweikämpfen führen. Das ist, ob du das in der 13. Liga machst oder in der 1. Liga, ohne Zweikämpfe kannst du keine Torchancen kreieren. Dass man sich in der Anfangsphase ein bisschen schwer tut, liegt das auch daran, dass die gegnerische Mannschaft mittlerweile ein bisschen besser eingestellt sind auf Alemannia? Ja, aber wir stellen uns ja auch auf den Gegner ein. Wenn wir dann alle Spiele gewinnen, kann man ja auch sagen, wir stellen uns sehr gut auf den Gegner ein. Also, dass du gejagter bist oben, das erfahren ja auch andere Mannschaften in Deutschland oder in der Welt, dass du musst einfach wissen, so eine Kulisse werden viele von den Kölnern in diesem Stadion hier nicht mehr erleben. Und das haben wir letzte Woche gegen Düsseldorf gesehen, das haben wir heute gesehen. Und damit müssen wir klarkommen. Das ist überhaupt keine Ausrede. Das ist doch geil, wenn sich alle voll reinhauen. Da müssen wir halt noch mehr geben und können noch besser werden. Ihr habt heute ein bisschen anderes System gespielt als die Wochen zuvor. Mhm. Wie hat das funktioniert aus deiner Sicht? Gut, denke ich. Ne? Also wir haben ja personelle Probleme, dadurch, dass Freddy Baumhaus gefallen ist jetzt und dass Jule Schwermann gelb gesperrt ist oder rot gesperrt ist. Und dadurch haben wir ja nur noch 2 erfahrene zentrale Mittelfeldspieler. Und ich wollte jetzt einfach auch in der Schlussphase auch die erfahrenen Spieler auf dem Platz haben. Das ist ganz wichtig. Ne? Diesen Druck, den hält ein junger Spieler noch nicht so aus vielleicht wie der oder andere, der schon ein bisschen länger dabei ist. Insofern wollten wir das anpassen. Ich denke, es gibt Gewinner und Verlierer in jedem System. Ich denke mal, dass unsere Flügelspieler die Gewinner sind. Sascha Strujic, Flo Heister, überragend gut. Ne?
Sascha heute zwei Assists, Flo heißt, dann marschiert ohne Ende. Und das ist natürlich aus der Viererkette schwieriger, weil du erstmal hinten schließen musst. Und so sind die Innenverteidiger auch ein paar Profiteure davon, weil sie halt noch einen Spieler auf letzter Linie mehr haben. Natürlich, die Sechs haben weite Wege, aber das ist halt so im Fußball. Du hast gesagt, noch weitere Superlative zu finden ist schwer, aber die Kulisse hier heute war geil, oder? Ja. Ich freue mich natürlich auch sehr für mich persönlich und für meine Familie und für alles, aber ich freue mich viel mehr für diesen Verein. Ob ich jetzt derjenige sein darf, der das hier irgendwann vielleicht mal schafft oder ein anderer, ich wünsche einfach, dass der Verein belohnt wird, weil es ist einfach ein herrlicher Verein hier. Gut, danke dir. Danke euch auch.